Deo Sigma. Hi Lon, liebe Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Vier Fäuste für ein Herr Sigma. Nach 2235 Jahren des Nicht-Offen wieder da für euch. Richtig. Es gibt eine mysteriöse, verborgene Folge, die wir aber nie veröffentlichen werden. Weil Dinge gesagt hast. Richtig. Vergessen. Und du auch. Bei jedem Mal anhören habe ich gedacht, nee. Stress. So, wir haben hier, was du vergessen hast, Alter, Gäste dabei. Richtig. Das erste Mal in unserem gesamten Leben trauen wir uns reden, scheu und verloren. Und mit uns dabei ist Feldarzt Schillinger und der Herr Schmelzer. Ja, Deostal. So, das war der Schmelzer. Der Schillinger kann auch nochmal Hallo sagen. Ja, Deostal auch einmal hier. Ja, okay, gut. Funktioniert doch. Ja, so, wir haben ja euch ein Thema mitgebracht, das sehr belastend ist als Imperialer. Auf der einen Seite, aber auch sehr freudig auf der anderen Seite. Nämlich, wir waren zusammen auf einer Con. Wir laden ja, alles selbe Hobby. Und haben jetzt sowas wie eine Gemeinschaftstraumata durchlitten. Und darüber wollen wir heute reden. Ausnahmsweise haben wir geladen. Genau. Also, fangen wir Thema. Also, wir waren auf der blutgetränkten Erde. Und zwar, blutgetränkte Erde ist eine Reihe von Belagerungskons in der Nähe von Bad Kreuznach. Das ist da Südwesten Idar-Oberstein Weinanbaugebiet. Und die Belagerung ist jetzt, glaube ich, das dritte, vierte, fünfte Mal stattgefunden. Und vorher war das halt nur so Fantasy-Fantasy. Und jetzt war es das zweite Mal quasi im Fokus Warhammer-Belagerung. Zwischendurch hatte sich da auch vor zwei, drei Cons die Orga ein bisschen geändert, damit das alles ein bisschen in Richtung Warhammer geht und so ein paar neue Impulse reinkommen. So, da waren wir jetzt das zweite Mal. Das heißt, das erste Mal waren wir als Imperium die Verteidiger. Und wir hatten da das letzte Mal auch eine nachgetretene Folge gemacht, wo wir halt gesagt haben, war es nicht so geil, aber hätte Potenzial, dass es besser wird. Ich habe diesmal keinen Ärger bekommen. Richtig. So, wie kann man es dann am besten mal jetzt ganz nüchtern mal zusammenfassen, bevor wir uns ins Gelaber stürzen? Also, ich würde mal ganz grob mal zusammenfassen kurz. Hau rein. Diesmal waren wir bei den Angreifern als Imperium, also homogenes Lager, unten vor der Burg in den Matschwüsten der matschgetränkten Erde und hatten eine kleine Taverne bei uns, die halt fast durchgehend besetzt war. Und anwesend war das Altdorfer, das Talagrader, das Karoburger, die Ostland, Rosenturmleute und Stürland. Und genau. Eine Hochwender Jagdgesellschaft. Ja gut, das waren aber eher Sozialhilfefälle. Ich rede hier von Truppen. Genau. Und ja, diesmal kann man sagen, die Orga hat ganz gute Arbeit geleistet. Alles war völlig unkompliziert mit denen und waren auch immer da, wenn wir sie gebraucht haben und haben auch immer Rückmeldungen vor allem gegeben, wenn was war. Das fand ich sehr gut. Für dieses Wetter konnten sie natürlich nichts. Es hat halt fast durchgehend geschüttet und geregnet. Respektive betrachtet hätten wir mal Öfen mitnehmen sollen. Sonst das Spiel im Lager bei uns, wieder 10 von 10 Kometen, kann man einfach nicht ja. Bemängeln. Ja, ist einfach mittlerweile ein absolutes Fail-Safe fürs Lab. Da können wir auf die schlimmste Con überhaupt fahren. Es wäre trotzdem lustig, weil die Imperialen dabei sind. Kommen wir nun aber zum Problem der ganzen Sache. Und das würde ich jetzt mal euch zum Schildern überlassen. Ja, vielleicht sage ich mal was dazu. Ich habe dazu zu der Gesamtthematik. Letztes Jahr sind wir mit einer kleineren imperialen Abordnung, da war dann Altdorf, wir Talagrader aus Nullen Leute dabei und ich meine auch aus Karoburg, da war ich mir aber nicht ganz sicher. Und da habe ich schon eine relativ lange Kritik zugeschrieben, mal im Imperiumsforum und so, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Und mir fällt immer wieder auf, dass das innerimperiale Spiel wunderbar funktioniert. Die einzelne zwischen den einzelnen Gruppen, sei es im Kampf, sei es im Zwischenmenschlichen und sowas, da haben sich mittlerweile lange Plots, lange Beziehungen gebildet, die einfach wahnsinnig viel Spaß machen, ausgespielt zu werden. Was aber auch häufig auftaucht, ist das Phänomen, dass wir eigentlich uns selber zumindest für das soziale Spiel genügen. Für die Kämpfe und so brauchen wir immer Gegner, aber für das Zwischenmenschliche sind wir uns selbst genug. Also wir haben da nach der Con, die auch für uns kein so ganz positives Feedback gegeben oder wir kein positives Feedback geben konnten, haben wir gesagt, wir hätten auch eine Wiese bei einem Bauern für einen Fünfer pro Person mieten können und hätten den gleichen Spaß gehabt. Das war so unsere Quintessenz von der letzten und so ein bisschen schwingt das auch jetzt für mich, für die blutgetränkte Erde nach. Ja, ich finde nämlich auch, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, wir sind auch immer anspielbar. Also ich habe jetzt keinen Moment irgendwie erlebt, so wo wir halt denen die klare Kante gezeigt haben, von wegen so, pisst euch, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, bis zu dem Punkt, wo wir das dann wirklich gesagt haben, aus
wirklich nachvollziehbaren Gründen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, fand ich, waren wir eigentlich immer konstant anspielbar und haben auch versucht, abseits vom Kämpfen halt noch Kram zu machen mit denen, ne? Ja, was mir persönlich einfach aufgefallen ist, es sind auf dieser Con einfach zwischen Angreifer und Verteidiger zwei verschiedene Spielphilosophien aufeinander getroffen, die einfach nicht gut miteinander funktioniert haben. Denn Imperium ist ja, wie man ja kennt, wir lassen uns gern verkloppen. Wir brauchen nur einen Grund, warum wir uns verkloppen lassen. Und die anderen hatten halt einfach mehr Bock, die Burg zu halten. Was ja an sich auch total okay ist, aber das war einfach ein Spielstil, der mit dem Imperium nicht so ganz gut funktioniert hat in Synergie miteinander. Es traf ja da einfach schöner Sterben für Sigma auf, ich will gewinnen. Ja, das ist so die Quintessenz für uns. So eine Mythodea-Mentalität. Will mal so eine Art ein bisschen Chronologie hingeben, weil die Hörer waren ja jetzt nicht dabei. Und man kann aber fast sagen, dass in der Mitte der Con im Prinzip die Con zusammengebrochen ist. Oder alles begann mit dem Angriff. Alles begann mit dem Angriff. Also wir sind, was war das? Donnerstag war Anreisetag und als Imperium haben wir uns dann entschieden, dass wir schon halt Donnerstagabend IT gehen, damit man schon so ein bisschen Sozialspiel startet, bevor halt das Kämpfen losgeht. Und offiziell IT sind wir dann, glaube ich, Freitagvormittag? Freitagmittag war dann offiziell IT. So, und dann ging es halt los mit Imperium hat sich gesammelt, wir hatten eine Führungsstruktur, zwei von den Talagradern waren so halb ITOT-Führung, das heißt, die hatten auch so ein bisschen Kontakt mit der Orga. Ich glaube, der Schwertfeger hat auch ein Funkgerät in die Hand gedrückt gekriegt, dass halt so die Kommunikation schneller funktioniert. Funkgerät wir beide nicht, also das waren Schillinger, Schwertfeger und ich, wir sind vorher von der Orga eingeweiht worden, wie die Con ungefähr ablaufen soll. Und ja, wir waren dann auch die Ansprechstation der Orga im Imperiumslager. Genau. So dann, also das Konzept dieses Wellenweisen, was du gleich noch drauf kommen würdest, das war uns vorher bekannt. Genau, und das war eigentlich auch das, was so die Hauptidee war nach der letzten Belagerungskon, wo man einfach nur von unten nach oben einmal komplett durchläuft, war jetzt die Idee. Das läuft quasi in Stufen, dass man so eine Verteidigungsanlage nach der nächsten überwindet und dass so quasi für die Verteidiger innerhalb der Burg die Luft immer dünner wird. So, und Imperium hat sich dann entschieden, okay, wir machen jetzt nicht langsam, wir machen jetzt mal einfach, wir drücken mal mit allem rein, was wir haben und gucken, wie weit wir kommen. Und dabei wurde halt noch der Bereich unten, so die äußerste Verteidigungsanlage, unten direkt an der Burg, die haben da so eine Art kleine Turmruine und diesen Durchgang. Das wurde halt angegriffen, das haben die Verteidiger auch halbwegs irgendwie noch gehalten, weil sie von oben runter geschossen haben. Aber beim zweiten, ich sag mal 0,5 Angriff, wurde dann halt auch dieser Turm gesprengt und dann ging es quasi in die nächste Etappe hoch in die Burg. Und da habe ich aber eigentlich gedacht, Mensch, das scheint aber alles gut zu funktionieren. Ja, dachte ich auch. Weil das lief so mit, weil wenn vorne dieser Turm die ganze Zeit offen ist, dann können da die ganze Zeit nonstop Leute dir in den Rücken schießen, dich von vorne anschießen. Das wäre halt dem entgegensprechend. Aber jetzt war halt okay, der vordere Turm ist kaputt, die vordere Verteidigung ist kaputt, das nächste große Ziel ist oben das Knoblauchtor. Und dann ging es halt los, dass man so sich so langsam mit den Pavesen hochgearbeitet hat und dann halt so kleinere Angriffe gemacht hat und dann sich quasi darauf vorbereitet hat, den nächsten großen Angriff. So, die Idee war dann, dass sobald man das Knoblauchtor erobert hätte, geht es dann da hinten in die Vorburg. Da sollte dann, meine ich, der Sigma-Schrein sein und andere Schreine. Und dann hätte man, da waren auch schon die ersten Zelte von den Spielern, die in der Burg waren. Und dann hätte man sich quasi hoch zum Rüblitor gearbeitet, wo sie dann ein richtig schönes Holztor hingestellt haben. Mit imperialen Kreuzen drauf und Komet und alles. So, das Problem an der ganzen Geschichte war aber, dass man halt in den Verteidigern den Schildwall hatte. Zwischen dem Schildwall stand halt irgendwelche Schwergerüsteten mit so langen Zweihandwaffen, die einfach volles Met in die Angreifer reingehalten haben. Plus dann noch eine gute Anzahl Bogenschützen, von denen jeder irgendwie seine drei Köcher Pfeile mitgenommen hat, die auch nach jeder Schlacht wieder eingesammelt wurden. Und bis die Verteidiger nicht irgendwie, weiß nicht, ihre 200 Pfeile verschossen hatten, ist das Imperium gar nicht vorgekommen oder wurde halt zusammengeschossen. Wenn dann alle Pfeile weg waren, wurde ein bisschen gekämpft, aber dann waren halt irgendwann die imperialen Soldaten aus. Ja, das liegt daran, dass wir natürlich fallen wie die Fliegen und auch bei den Bogenschützen so ein paar Aussätze dabei waren. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen später nochmal zu. Ja, so und die Sache war dann, das Knoblauchtor war dann teilweise gesichert mit Pavesen. Teilweise hatten die so eine Art Pappkartons, wo halt irgendwie Mauerwerk drauf gemalt war. Das sollte jetzt quasi so extra Mauerwerk sein. Das Problem war dann, als man da irgendwie durchgedrückt hat, sind die Pavesen umgefallen.
diese Pappdinger standen einem vor die Füße. Und dann konnte man da eigentlich physisch nicht durchgehen. Weil sobald du einen Schritt nach vorne gegangen hast, waren da halt, weiß nicht, 12 Leute, die dir auf den Kopf hacken konnten. Das heißt, dieses Durchbrechen durchs Tor war schon gar nicht möglich. Das hätte man höchstens machen können mit, wenn wir halt hier so eine Love Parade Aktion gemacht hätten, mit jeder nimmt sein Schild und wir drücken die einfach physisch da raus. Auf Teufel komm raus. Wieder aber Altdorfer. Ja, aber das, also wir hätten die physisch einfach wegdrücken müssen. So, was gut war, die hatten halt ihre riesigen, wie hat es der eine genannt? Die hatten halt ihre riesigen Turmschilde, die aussahen, als hätte sie die Tür aus dem Dixi-Klo ausgebaut. Ja, und warum schlägst du immer auf Gesichter, frage ich dich. Warum schlage ich immer aus Gesichter? Ja, komischerweise, weil aus dem Schild das Einzige, was rausguckt, das Gesicht von dem Typen ist, wenn überhaupt. Oder mal die Hand mit seiner Kurzwaffe. Und dann hat die Orga angefangen zu sagen, hier, da wurde jetzt das Schild dreimal geschlagen, dein Schild ist zerbrochen. Einigen musste das die Orga dreimal sagen, bis denen halt klar war, mein Schild ist zerbrochen. Dass das überhaupt dieser Schildpropfen nach und nach sich auflöst. Weil sonst hätten wir das auch noch 8 Tage lang da durchspielen können. Das Problem war, die Kampfstimmung hat sich dann noch immer mehr aufgeheizt. Die Verteidiger hatten halt irgendwelche Leute mit Speeren, mit denen sie gern gestoßen haben. Das heißt, ich hatte dann die ersten Karoburger, die 2 Nahtoderfahrungen hatten, mit einem Speer, der ihnen 2-mal links am Auge vorbeigedrückt wurde. Und der Pfeil auf Karlamanns Rüstung. Dann Pfeilerrüstung haben wir gleich später noch. Also der hat erstmal 2-mal einen Speer am Auge vorbeigekriegt. Der ist auch umgedrungen. Also er hat sich umgedreht, der Spieler, und ist an mir vorbei weggegangen ins Lager. Weil er gesagt hat, wenn ich da jetzt noch weiter stehe und mir noch ins Auge pieksen lasse, dann drehe ich durch und mache irgendeinen kaputt. Und so ging das bei einigen Karoburgern. Die haben einfach irgendwann gesagt, ich drehe jetzt um und gehe weg, weil hier wird mit physischer Härte gekämpft. Wenn ich mich darauf einlasse, dann wird es Verletzte geben. Konnte man auch sehen, also Talagrad kann man natürlich sagen, wir sind ja alle fast voll gerüstete Plattenschweine. Manche haben keine Arm- und keine Beinschiene, aber ansonsten tragen wir alle Platten. Und da hat man auch gesehen, also ich konnte beobachten, dass da einer mit seinem Speer auch so feste zugedroschen hat, dass ihm sogar die Spitze vorne abgebrochen ist. Also die haben da wirklich richtig Gas gegeben beim Kämpfen teilweise. Und Imperium darf halt nicht gewinnen. Darf nicht gewinnen. So, und dann, also das Problem von dieser... Dann kommen wir zu einer allgemeinen La-Problematik, dieses, ich exponiere meinen Kopf, schütze alles andere, weil der Kopf ist ja keine Trefferzone. Das ist so dieser Realismusgrad, der einfach dem La immer wieder, das ist ja schon seit immer schon so gewesen, der Kopf wird fast nie geschützt. Es bestand eine Helmpflicht auf der Veranstaltung, die natürlich dementsprechend nicht polizeilich durchgesetzt wird, sondern ganz klar in der Verantwortungsbereich eines jeden Einzelnen. So, aber also nach der damaligen Con dachte ich Helm gut und bei der Con war, ohne Helm warst du verloren. Also ganz ehrlich, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, ist gut. So, dann so das Problem, oder das Problem, du hast eine Burg. Und die Idee von einer Burg ist, dass du mit wenigen Leuten gegen viele verteidigen kannst. So, und wenn du jetzt bei den Verteidigern oder auch bei uns Imperium, wenn du da, sagen wir mal, du hast 4 Pappnasen, die so richtige Assis sind. So, und wenn der gesamte Kampfbreite 3 Meter beträgt, dann hattest du diese 4 Assis immer vorne. Und so hattest du halt bei den Verteidigern so ein paar Burschen in Vollplatte, die sind nicht kaputt gegangen, die konntest du treffen, aber dann ist da halt nichts passiert. Dann sind die zurückgegangen und haben halt weiter von oben auf dich reingedroschen und das hat irgendwie ein bisschen Frustration verursacht. So, auf jeden Fall, dieses Knoblauchtor wurde jetzt x-tausendmal angegriffen, aber es konnte halt nicht durchgedrückt werden. Entweder, weil sie jedes Mal wieder Schrott in den Durchgang gelegt haben, plus wurdest du rechts oben von Bogenschützen beschossen. Konstant. Konstant. Und auch wenn sie aus der Deckung kamen, dann kam ihr Gesicht und ihr Bogen raus. So, und die Stürländer waren da irgendwie mit ihren 6-8 Armbrüsten und die haben sich auch gedacht, soll ich dem Typen da oben jetzt ins Gesicht schießen? Ist das mein Spielangebot, dass ich jetzt dem Typen da oben ins Gesicht schieße mit meiner Armbrust? Weil wenn dem das Auge rausfliegt, dann bin ich schuld als Person. Dann kann ich nicht später sagen mit ja, aber der hat auf mich runtergeschossen. So, das heißt, du hattest Verteidiger, die haben runtergeschossen und die konntest du guten Gewissens nicht zurückbekämpfen. Dann gab es noch die Regel, dass angeblich nur eigene Pfeile verschossen werden dürfen. Pfeile des Gegners dürfen nicht zurückgeschossen werden. Ich glaube, Talagrad hatte so einen Testpfeile. Die haben so hochgeschossen und die wurden auf jeden Fall wieder auf sie zurückgeschossen. Mit den Armbrustbolzen ging das halt nicht. So, du wurdest die ganze Zeit beschossen. Also eigentlich, es ist eine Burg. Wenn du nach vorne gegen Knoblauchtor gekämpft hattest und dein Schild war vorne, dann wurde es halt von rechts oben beschossen. Das heißt, man ist nicht durchgekommen. Und ich weiß, letztes Jahr ist dann Talagrad halt auch irgendwann vom Knoblauchtor zurückgefallen, damit man nicht wie Assis die ganze Zeit in diesem Durchgang steht. Und ich, so mit Stirland ist dann halt einfach mal in so einer Wachwechselpause das erste Mal durchs Knoblauchtor gelaufen und ich bin dann mit Stirland da durchgelaufen. Und das war so befreiend, wenn du mal links und rechts einen Meter hattest und dich mal bewegen konntest und nicht gegen 40 Leute gekämpft hast, sondern einfach mal nur gegen 5, die da standen. Hat ja auch irgendwie ganz viel mit Rollenspiel
an sich zu tun, die Gegner ja auch mal durchkommen zu lassen, dass man ja auch mal physisch mit ihnen interagieren kann und dass sie sich die ganze Zeit in der Zwangslage befinden. Richtig. Ich. So, und dann ging es halt darum, das hatten wir vor uns unterhalten, dass irgendwie ein paar von den Verteidigern halt OT der Ansicht waren, sie halten die Burg. Also komme, was da wolle, die Burg wird verteidigt. Und genauso haben die dann auch gespielt. Der Schwertmodus wurde eingeschaltet. Intern wurde ja auch, das ist jetzt mal die witzige Komponente, es kamen viele Witze auf, als das Knoblauchtor fiel. Zum ersten Mal war Karoburg anwesend, als das Knoblauchtor fiel. Ist ein kleiner Running Gag unter denen, die so ein bisschen die Fehde zwischen Talagrad und Karoburg kennen. Also ich stand hinter Korporal Stein und der meinte, Karoburg ist hier, wir gehen jetzt durchs Knoblauchtor. Und ich dachte, was will er? Und auf einmal ist er losgelaufen. Und dachte ich, naja gut, dann laufen wir mit, weil die waren gerade da oben alle auf Toilette und dann ging es nicht. So, das heißt, also insgesamt, die Stimmung Angreifer-Verteidiger hat sich immer weiter aufgeheizt. Also richtig, es wurde aggressiv, teilweise auch mitten im Spiel haben dann Leute angefangen, sich gegenseitig anzubrüllen mit, was schlägst du mir auf den Kopf, ich hau dir aufs Maul. Also da war Instant-OT. Ja, das war die Nachtaktion aber. Genau. Wo er Gewalt angedroht hat, dann noch rausgezogen wurde. Genau, das war dann Freitagabend. Freitagabend haben die Verteidiger so eine Art Ausfall gemacht und da fanden es einige lustig, in Vollplatte irgendwie aus ihrer Formation den Weg runter direkt in die Imperialen reinzulaufen. In Platte, ohne zu stoppen. Dann haben sie irgendwie dreimal gehauen, wurden selber, weiß nicht, auch achtmal gehauen und der eine hat dann auch irgendwie andauernd auf seinen Kopf gekriegt von den Imperialen, in die er einfach reingebrettert ist. Das fand er so halblustig. Da haben wir nachts ein bisschen versucht, ein bisschen zu vermützeln, wo jetzt nicht ganz so viele da sind und wir auch nicht so viele waren, dass wir die ein bisschen mal aus Reserve locken und ein bisschen mal normal prügeln können. Aber die sind ja instant wieder in den Sweat-Mode gegangen und haben uns verdroschen, sondergleichen. Da war ich mit dem Schnäuz und so da oben. Und da ist der eine halt komplett ausgerastet, wo der Schnatz auch mal, der setzt doch einen Helm auf. Wundert dich doch nicht, dass wir dein Gesicht treffen, dunkel nachts, wenn ihr dann so heftig kämpft. Ist er vollkommen ausgerastet, wurde von der Orga raus die Zone nach Hause geschickt. Die Orga hat ja dann auch, also die haben den Weg hoch die Straßenlaternen angeschaltet. Das war jetzt keine Stadionbeleuchtung, aber es war tatsächlich ausreichend genug beleuchtet. Also ich meine, es war ausreichend genug beleuchtet. Aber trotzdem, der hatte eine Platte und keinen Helm und kommt halt auf die Idee, volles Met in die Verteidiger. Oh, und erst sagten sie, wir dürfen nicht angreifen, weil es ja Nacht. Richtig, und dann ging das Licht an und es hieß, es darf nachts gekämpft werden. Und da habe ich gedacht, Halleluja, da habe ich jetzt Lust drauf. Deshalb, also allgemein die Motivation im Imperium ließ stark nach. Die Orga hat dann aber auch eingegriffen. Also zwischenzeitlich hieß es, sie haben 6 oder 8 Spieler nach Hause geschickt von den Verteidigern, die halt irgendwie selber demotiviert waren oder ein bisschen zu hardcore waren. Das hat sich dann teilweise auch mit den Leuten hochgeschaukelt. Das heißt, die Orga hat da versucht, also was heißt versucht, sie haben gegengesteuert. Aber gefühlt Samstagmorgen war so die Stimmung unter den imperialen Gruppen mit, wir greifen die Scheißburg einfach nicht mehr an. Ich weiß noch, da waren Florian, du und ich, wir waren ja dann in einem Gespräch und dann sagtest du ja auch schon, ja, eigentlich sollten wir die jetzt oben aushungern lassen, die Idee. Ja. Also so als Codewort, dass wir da jetzt nicht mehr angreifen und das gut sein lassen. Denn bei dieser Nachtaktion, wo dieser Angriff kam, was ich dann noch beobachtet hatte und die Orga ist, die haben uns hinter diesen Turm aus der Mauer rausgedrückt und da gab es dann so einen kleinen Schotterweg und da hinten fing die Rasenkante an, die, keine Ahnung, so im 45-Grad-Winkel 10 Zentimeter hoch ging. Und die sind teilweise so stark da rausgedrückt, dass die Leute wirklich da über diese Rasenkante nach hinten hin weggeschubst haben. Und da war dann auch so der Punkt, wo die Orga eingegriffen hat und gesagt hat, jo, jetzt wird es diese Nacht hier keine Ausfälle mehr bis hier unten geben, weil sonst brechen sich da Leute irgendwie in den Hals oder sowas. Also das sah teilweise schon echt ein bisschen gruselig aus. Ja, dann gab es Samstagvormittag, gab es dann nochmal so ein letztes Sammeln. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. All in. So, dann haben wir es tatsächlich durchs Knoblauchtor geschafft. Ich glaube, Stirland ist 5-mal durchs Knoblauchtor gegangen. Aber so wirklich in Summe mit Männern sind wir, glaube ich, 2-mal noch durchs Knoblauchtor gekommen. Da sind dann hinten einmal der Weg links runter zum alten Talagrad-Lager und der Weg hoch. Und da warst du dann aber komplett. Also schon, wenn du durchs Knoblauchtor gegangen bist, wurdest du von rechts oben beschossen. Und jetzt wurdest du halt von rechts oben beschossen und auch von dem oberen Weg und vom unteren Weg. Also du wurdest im Prinzip von 3 Richtungen aus mit Pfeilen beschossen, während du versuchst, das gegen die 5 Typen vor dir zu kämpfen, die sich nicht bewegen ließen. Und das Wichtigste, was passiert ist, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber die Orga hatte ja da gesagt, Magier, ja, aber nur, wenn ihr gut ausspielt. Und es stand ein Typ mit Pistole im Gürtel da und rief Feuerball und warf einen Reißball nach mir. Das ist ein Klassiker. Okay. Also hat die Hausaufgaben vergessen. Auf deiner LARP-Achievement-Liste kannst du das jetzt abhaken. Magier mit Feuerball getroffen. Ja, ich hatte überlegt, ob ich ihn aufhebe und zurückwerfe mit Feuerball. Kann ich es aufzaubern. Also was,
was man der Org auf jeden Fall lassen muss, ist, also die, wie schon gesagt wurde, die haben auf jeden Fall versucht einzugreifen, aber irgendwann hat man gesehen, die haben da Age of Empires in Real Life gespielt. Also die haben da wirklich so viel Micromanagement betrieben, die mussten da wirklich jeden irgendwie im Auge behalten und dann Leute da irgendwie gezielt rausziehen, von wegen, ja, du wurdest jetzt getroffen, dein Schild ist kaputt oder du bist verletzt, du darfst nicht mehr wieder rein, und das wurde dann irgendwann, ja, einfach zu viel. Also da haben die dann irgendwann den Überblick verloren. Ich habe da auch den Kommentar dann gehört, wir haben nicht die Kapazitäten, die alle einzeln zu betreuen da oben. Naja, auf jeden Fall. Also jetzt kommen wir nochmal zu den Bogenschützen, die teilweise gefühlt keine 25 Pfund Bögen hatten, weil wir hatten halt irgendwie Pfeiltreffer, die Helme verbeult haben. Kallermanns Stahlrüstung hat 2 Beulen, wo einfach der Stahl eingedrückt ist. Gut, das ist jetzt ein 1 mm Stahl unten in den Beintaschen. Aber trotzdem, ich kann meinen Finger oder meine Faust nicht dagegen schlagen und da eine Delle reinballern. Aber der Bogen konnte das. Wir haben ja nun die Nebeleisenrüstung bei uns bei Thalagrad und jeder kennt sie. Die sind eigentlich recht massiv gebaut, auch sehr grob gebaut. Und wir haben bei einem in der Beintasche eine fast 1 cm dicke, tiefe Eindrückspur eines Pfeils. Auch eines ganz bestimmten Pfeils. Da war ein einziger, der mit einem echten Sportbogen da geschossen hat. Also eine mit Umlenkrolle und allem. Der wurde von der Orga dann aber auch irgendwann, so wie ich das mitbekommen habe, entsorgt. Wir haben auch meine Feldflasche zum Beispiel, eine wirklich runde, massive Feldflasche. Da bin ich schon hunderte Male draufgefallen. Die ist von einem Pfeiltreffer vollständig eingedrückt worden. Da kann ich gar nicht mehr das trinken. Das ist ein Mordversuch? Ich musste jetzt an den Soldat James Ryan denken, wo sie da an der Omaha Beach sind und die Sanitäter machen was und dann wird von dem einen die Wasserflasche durchschossen und dann kommt da der Strahl raus. Die Chillinger, so ein IDV-Pfeiltreff aus Beides blutet einfach nur aus einer Tischflasche. ich fand vor allem krass, also es war meine allererste Beobachtung gewesen, wo mir so dachte, hä? Ich war ja früher Bogenschütze, ne, als ich angefangen habe mit LARP, weil ich schieße auch Privatbogen. Und ich fand es ein bisschen heftig, dass die Jungs da oben auf der Mauer standen. Und das ist ja ein Weg von ungefähr 2 Meter maximal Flugzeit von dem Pfeil, dass sie oben auf der Mauer standen und voll ausgezogen Pfeile halt auf die einzige Trefferzone, die du anvisieren kannst, von da oben schräg nach unten, nämlich die Köpfe, voll ausgezogen, da runtergeballert haben. Und das ist natürlich ganz sauber. Also, du triffst ja sowieso irgendwas, irgendwen. Ne? Da musst du ja nicht voll durchziehen. Das reicht ja, wenn der Pfeil fliegt. Aber voll auszuziehen ist halt einfach absoluter Dickmove, finde ich. Ziemlich. Ja, und da gab es ja auch Bogenschützen, die standen ja, wenn man rechts an der Mauer entlang gegangen ist, da konnte man ja durch ein paar Bäume oben hinter die Taverne gucken, die oben auf der Burg war. Und da oben an so einem, an so einem Geländer standen auch welche und die haben halt durch die Bäume unten auf unsere Leute geschossen, also die konntest du zum Beispiel auch gar nicht treffen, so wie die da gestanden haben. Das war aber am Samstag gewesen. Das war diese, ich fand die Aktion komplett infantil, weil, wie du schon sagtest, man konnte die gar nicht erreichen und die haben ja einfach nur wie Blöde auf uns geschossen und auch zeitgleich auch noch ausgenutzt, dass wir uns nicht an die Mauer drücken konnten, weil da dieser Grünstreifen war, den wir nicht betreten durften. Ja. Somit man einfach nur exponiert auf der Straße steht und sie uns die Schießbudenfiguren abgeballert haben, statt es einfach mal sein zu lassen und zu akzeptieren, hey, ist jetzt nicht die coolste Position für die Verteidiger, wir gehen mal vorne, weiter vorne hin, verteidigen von Tor. So, statt halt, ja, uns, um es mal runterzubrechen, was ich gerade sagen will, ich mich oft als NSC degradiert gefühlt habe von denen, als Schießbudenfigur irgendwie so, zu deren Belustigung. Und dann war eben kein Spielangebot. Ja, was sollst du da machen? Hochgehen auf die Fresse hauen oder wie? Ja, kein Spielangebot eben. Hochgehen, hauen. So, und dann ging es irgendwie noch darum, dann wollte er Orga eigentlich damit anfangen, mit Munition begrenzt. Dann meinten sie aber, es wird jetzt auf beiden Seiten die Munition begrenzt. Das ist dann aber meiner Meinung nach, ich glaube nicht passiert. Die Verteidiger haben dann irgendwie rumgemeckert und dann haben sie trotzdem wieder alle Pfeile zurückgekriegt. Und da waren halt Bogenschützen, die dann mit ihren 3 Köchern rumgelaufen sind. Halt also original Pilgerlager-Style. Wo du denkst, okay, dann der kann da halt stehen und eine halbe Stunde lang mit seinem Bogen schießen. That's it. Und so, die meisten Imperialen sind halt mit einem Pfeiltreffer, der nicht auf Rüstung war, sind die halt rausgegangen. Pfeiltreffer zum Heiler, Pfeil entfernen, zurück ins Lager. Boah, ich habe noch nie einen Mann sich so oft verbinden sehen wie Forstmann. Das war so ein Automatismus, irgendwann irgendwie sich eine Bandage drum zu machen. Irgendwas musste ich ja tun, um Trauzeuge zu werden. Ja. Nee, du bist Trauzeuge geworden, weil du gelacht hast, als er meinen Arm angefasst hat. In dem Moment hat Forstmann entschieden, du wirst sein Trauzeuge. Egal, auf jeden Fall
Verteidiger wollten verteidigen und beim Imperium war halt irgendwann die Luft raus. Ich glaube, Samstag Vormittag, Mittag um 1 oder so haben wir dann irgendwann entschieden, okay, das reicht. Dann haben wir alle auf die Uhr geguckt und gesehen, dass es erst 1 Uhr ist. Ja. Und dann haben wir eigentlich darauf gewartet, dass wir selber mit dem Kulturamt anfangen und dann sind noch ab und zu halt Kleingruppen runtergekommen für so ein bisschen Kämpfen, Duell, Scharmützel, Schnickschnack. Naja, warte mal. Also die Burg war nicht zu nehmen, nicht mal mit dem Angriff Steiners war nicht zu halten. Kommen wir, aber vielleicht gehen wir nochmal, was mir wirklich ein Anliegen ist, auch nochmal ein bisschen so auf das Soziale irgendwie mal zurück mit den Verteidigern. Weil da gab es ja ein paar Gruppen. Ich fand, also ich habe mich noch nie so fern von dem Hobby selbst gefühlt, wie bei der Interaktion mit diesen Leuten. Also im Sinne von so, wie abgehängt als Rollenspieler kann man eigentlich sein, dies und jenes tun, irgendwie jetzt, wo schon weit hinter 1990 ist, oder halt diesen klassischen Schmuh von früher, aber es dann immer noch Leute gibt, die das exakt so spielen und exakt so machen. Nur das Beispiel jetzt, es war ja kommuniziert, Donnerstagabend ist noch OT, ne? Ja. Ja, da wurden wir von den Samurai angegriffen und Hohenheim wurde getötet mit 2 Krügen in der Hand. Und zwar nicht nur getötet, also nicht nur zerkloppt, sondern halt, sie haben ihn ja offen getodesstoß, so nach Labregeln, diese Samurai-Leute da. Also ihn dann halt de facto schon Vorrunden aus dem Spiel gekegelt. Also er konnte gar nicht weiterspielen in dem Sinne. Und das waren zig Situationen, wo man sagte so, ja okay, ich müsste jetzt nach Hause fahren oder ich bräuchte jetzt mal einen Charakter. Von wegen so, wie dumm kann man eigentlich larpen, dass man die Leute halt so ihres Hobbys beraubt? Weißt du, was ich meine? Also gar keine Option oder Chance drauf gibt, dass ich jetzt nach der Aktion des Opponenten noch weiterspielen. Wir hatten da Leute dann im Lager unten, die haben dann in Hoodies und kurzen Hosen mit OT-Klamotten einfach dann Langwehren genommen und diese Typen vertreten, weil die nicht gecheckt haben, dass wir halt OT waren. Keine das Ahnung. Das hat mich auch an meine düsterste Zeit meiner LARP-Anfänge Ende der 90er irgendwie so ein bisschen, also zumindest vom Gewandungsstandard, also der Gewandungsstandard-Gap war recht hoch gegen uns Imperiale irgendwo. Das ist aber auch nicht schwer, weil der Fokus bei uns nun ja ziemlich stark drauf liegt. Aber das hat mich an so die düstersten Zeiten da erinnert, mit 2 Feuerball heilig, was weiß ich. Das war irgendwie nicht mehr zeitgemäß, würde ich fast sagen. Also wir haben das damals früher, das hat auch damals Spaß gemacht, aber es passte auch einfach nicht mehr, der Stil passte nicht mehr zusammen, wie der Schmelzer eben schon gesagt hat. Ja, es ist halt so lange schon vorbei und ich raff es nicht, wie man dann so fundamentalistisch quasi sein kann, sich dann null weiterentwickeln zu wollen. Ich meine, guck dir ein paar Leute aus der Burg an, die ihr ja gesehen habt, wo du denkst so, nee, man trägt nicht Trekkinghose und Trekkingschuhe mit einem Wappenrock mehr. Es macht keiner mehr. So, es ist auch nicht so schwer. Jeder besitzt ein Handy und jeder hat Internetzugang. Man kann sich ein bisschen informieren, um sich halt so einen Mindestgewandungsstandard machen. Aber diesen Negativwert dann immer zu erreichen, das will nicht in meinem Kopf. Vor allem dann auch immer diese Art und Weise, wie spielen. Ich frag nicht, wie oft ihr oben drinne wart, ne? Weil wir haben uns ja ein paar Mal reinbegeben. Ich habe Geheimdienstkram da gemacht, gezwungenermaßen. Und ich habe mit dem Hochländer ein paar Mal angeschlossen. Und es war nur cringe. Ich hab fast Kotze im Mund gehabt mit diesen blöden Sprüchen dann immer, mit diesen ulkigen, ultra flachen Labwitzen dann immer, die dann in einer Tour von eingeprasselt sind. Es war unerträglich einfach. Also es ist beachtlich, wie man es schafft, so eine Brennkammer zu erschaffen, quasi aus so vielen Charakteren, die exakt so einen Mist machen. Aber kostet ja auch Geld irgendwie. Aber an all dem Ganzen hast du was vergessen, Florian. Was denn? Und zwar das Blutballspiel. Das Blutballspiel. Also erstmal, wir haben jetzt natürlich ganz schön Dolle auf den Verteidigern rumgehackt. Am Samstag kamen 2 Spieler runter, die so Römer-Antike-mäßig unterwegs waren. Und das war auch eine Gruppe mit 6, 7, 8 Römer-Antike. Die haben sich mit uns unterhalten, weil die wollten jetzt halt so ein bisschen den Ausgleich schaffen. Also deshalb, ja, es waren ein paar cringe Typen bei den Verteidigern, aber die können wir jetzt nicht alle in einen Topf schmerzen. Weil die waren auch dabei und die haben halt auch gemerkt, irgendwie die Aggressionen schaukeln sich hoch. Bei einigen Verteidigern war auch irgendwie das Gefühl, sie schießen Leute ab und die gehen nicht weg. Also die haben auch nicht unser komplettes Heilerspiel gesehen und gewusst, dass da hinten die ganze Zeit Leute verbunden werden. Die haben halt nur endlose Wellen von Imperialen gesehen und dachten, die kommen alle die ganze Zeit wieder. Gut, denen haben wir dann auch die verbeulte Rüstung gezeigt und ähnliche Dinge. Die wollten dann auch nochmal später runterkommen mit so ein bisschen Römer-Duell-Zeugs. Weil die halt auch, das war Samstagmittag, man war im Prinzip noch nicht ausgekämpft. Also mit denen haben wir so versucht, so ein bisschen Ausgleich
Ausgleich und Stimmung und sich so ein bisschen gegenseitig verstehen. Aber die waren auch eher angenehm, fand ich hier, diese eher Reenactment-mäßigen Leute. Die haben die auch rausgenommen dann irgendwann. Ja, die waren super. So, und irgendwann hieß es dann auch so, die haben jetzt irgendwie auch ein Respawn-System eingeführt, dass wenn irgendjemand zweimal getroffen wird, dann muss er irgendwie oben auf den Marktplatz. Aber da wurde er dann irgendwie magisch geheilt und ist wiedergekommen. Und wir hatten halt irgendwie am Samstag, ich glaube beim allerletzten Mal hatten wir dann waren halt im Stopfen halt nicht 40 Leute, sondern nur 20 und es ging schon. Aber dann hast du auf einmal denselben Typen dreimal in der gleichen Schlacht gesehen. Der wurde getroffen, ist weggegangen, hat da oben abgeklatscht, kam runter, wurde getroffen, ist oben abgegangen, hat geklatscht und war wieder da. Und da war dann Schicht im Schacht. Ja, wir hatten ein paar Neulaper dabei. Die waren etwas verwundert, weil sie eben das Imperiale von uns kannten und was wir ihnen so erzählt haben und so weiter. Vor allem einer ist auf mich zugekommen und sagte, wir machen hier unten ein riesengroßes Heilerspiel mit Luftröhrenschnitt und was weiß ich alles, ein riesen Tohuwabohu. Und da oben legen sie einen Laken über einen, sagen einmal, du bist geheilt. Zieh das Laken wieder weg und er steht auf und rennt wieder in die Schlachtreihe. Fragt er, ob das irgendwie so normal wäre. Die verstören unsere Kinder. Man kann aber auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, es sind natürlich Pappnasen dabei gewesen. Es waren aber auch Leute da, die cool waren. Also ne, ich habe ja auch OT öfters mal mit denen gequatscht. Da kamen nämlich auch Leute runter, die haben sich versucht zu entschuldigen für Sachen, die gemacht haben. Aber wie es halt meistens ist, die Minderheit schreit halt meistens am lautesten und die ist halt auch leider so massiv aufgefallen, dass man die guten Spieler unter denen meistens nicht mehr rausfiltern konnte, weil sich das alles so hochgeschaukelt hat. Ja, dann dürfen muss man die halt rausnehmen für nächstes Mal. Alle erschießen. Oben von der Mauer werfen. So, dann lass uns mal erstmal so ein Zwischenfazit. Also eine Sache haben wir noch vergessen. Ja. Vampire. Also es gab angeblich doch wieder irgendeinen Vampir. Irgendein Hochländer wurde gebissen. Ich hatte dann kurz den Vorschlag mit, wir brauchen einen imperialen Gegenvampir. Aber jetzt mal Folgendes. Also Zwischenfazit. Fantasy-Verteidiger waren halt Kraut und Rüben und das hat überhaupt nicht funktioniert. Dieses Etappenspiel fing gut an, ist dann in sich zusammengebrochen, weil die halt einfach nicht aus dem Knoblauchtor gekommen sind. Orga hat massiv gegengesteuert, aber war Samstag, Vormittag, Mittag war dann einfach der Drops gelutscht. Also das letzte imperiale Aufbäumen wurde dann einfach komplett eingestellt. Das heißt, lass uns mal auf die Highlights wechseln. Und ich fange mal an. Mein Highlight war, die Verteidiger hatten einen Tribog. Also so ein richtiges Stronghold Crusader Tribog, was da halt die Geschosse waren irgendwie so gigantische Quader, die dann von oben auf die Leute runtergeballert sind. Und irgendwie, wenn du vorne gekämpft hast und von hinten schießen sie auf dich, dann haben die teilweise nicht gemerkt, dass diese Tribog-Pfeile diese Tribog-Blöcke auf sie draufgefallen sind. Aber das Ding sah jedes Mal so geil aus, wenn das abgefeuert wurde. Highlight. So, Schmelzer. Highlight. Ja, mein Highlight war auf jeden Fall der Kulturabend und mit der überraschenden Hochzeit von Forstmann, da es bei uns ja auch bei Talagrad diesen kleinen Running Gag gab, heißt er jetzt Forstmann, heißt er jetzt Etzel und das war ja immer so ein kleines Rätselraten, ist er jetzt verheiratet oder ist er nicht verheiratet und als dann auf diesem Kulturabend diese Hochzeit auf einmal begann und Forstmann Etzel von Meier zum Altar begleitet wurden, da sind uns schon die ganzen Kinnladen runtergefallen. Also mit Bürokratie. Mit Bürokratie. Also das war auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Dann der Herr Strahlemann. Favorit war die Freitagabend Scheiße-Postierungsaktion, wo wir sie zu Tode genervt haben. Psychologische Kriegsführung ist meine Spezialität. Nämlich als der eine Mittenheimer wieder mal einen Typen vom Tor weggekitet hat quasi und zu einem Duell herausgefordert hat und Flöte halt ein Flamenco-Brett auf die Laute gelegt hat, während wir alle geklatscht hatten und so eine Streetfighter-Aktion rausgemacht haben. Und der den einfach nach Stich und Faden verdroschen hat. Das war schön. Das war tatsächlich, also wir hatten bei Karoburg hatten wir einen Middenheimer Studenten. Der hatte seine 3 Seiten lange Bachelor-Thesis dabei vom Einsatz des Großschwerts im urbanen Gebiet. Hätte ich ihm abkürzen können mit Scheiße. Aber das war halt sein IT-Hintergrund und er war jetzt quasi auf so Studentenreise, um das rauszufinden. Und der ist eigentlich super Reenactor und hier Sturm auf Zones und das ganze Geschichte, wo die da halt in Rüstung mit ihren 4-Meter-Piken rumlaufen. Und der war dann auch zwischendurch hier, ich habe meine 2,5-Meter-Glefe dabei aus Lab, kann ich die nehmen? Ich habe gesagt, nee, du kriegst so ein scheiß Großschwert wie wir alle anderen auch und versuchst damit dich durch die Burg kämpfen. Und der hatte dann sein Duell da, sein Streetfighter-Duell, was er gewonnen hat. Aber das waren seine 5 Minuten Ruhm. So, Schillinger, Highlight.
Ja, ich muss zwei kleine Highlights nehmen, weil vielleicht haben es ein paar gemerkt, die da waren. Ich habe einen Character-Switch gemacht am Freitag. Das war auch geplant von mir, weil ich wollte einen neuen Charakter ausprobieren. Ich wollte aber auf jeden Fall den Schillinger aus bestimmten Gründen auf jeden Fall auftauchen lassen. Von daher mit dem ersten Charakter, Sieg wie ein Spießer, meinem Soldat, war das Highlight einfach, wir haben zum ersten Mal die Armbrüste ausgegeben bekommen. Wir haben mit diesen Armbrüsten ein bisschen geübt, sind dann als erstes auf die Angreifer losgegangen, die da oben rechts, wovon du schon berichtet hast, Florian, immer auf uns geschossen haben. Und ich habe OT ganz häufig schon mit der Armbrust geschossen, aber jetzt jahrelang schon nicht mehr. Und das erste Mal so ein Ding in der Hand gehabt. Und dann bekam ich von einem Kameraden gesagt, Spießer, töten Sie diesen Mann da oben. Ein Tod. Das war so richtig toll. Man braucht nur klare Anweisungen. Dann funktioniert die ganze Kiste. Das war ein ganz, ganz für mich persönlich so ein tolles Highlight. Als Schillinger war mein Highlight, da habe ich auch meine Stimme unter anderem mal verloren, die jetzt immer noch nicht ganz wieder da ist, wie man hört, ist der Boxkampf gewesen, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne ein Karoburger Jungschwert, das sich beweisen muss gegen den stärksten Talagrader. Und das, wer war es? Ich glaube, das war Karlemann der Jüngere. Hat einfach geguckt, verdammt, wer kommt denn da? Kommt da so ein Straubinger mit seinen fast über 1,90 auf jeden Fall und 100, was weiß ich, Kilo? Oder kommt da unser neuer, der Richter, der auch einfach groß und breit und sowas alles ist? Oder kommt da so ein fieser, kleiner, Bisschen größer. wer heißt der nochmal? Flößer. Flößer zum Beispiel, der einen einfach hinterrücks absticht während so einem Boxkampf. Nein, wir schicken die einzige Frau ins Rennen, die dann auch noch gewinnt. Und es passiert das, was immer passiert, wenn ein Karoburger von irgendeiner Frau das Gesicht eingewichst kriegt, verliebt er sich nachher in sie hinein. Das war tatsächlich auch ein Highlight von Kalamann dem Jüngeren. Den Kampf fand er grandios. Gut, wurde ihm zwischendurch auch erklärt, wenn du im Lab gegen eine Frau kämpfst, dann verdrischst du die nicht. Und die Boxkämpfe sahen teilweise auch richtig gut aus. Das sind Mich hat es nur gewundert, dass niemand die Boxhandschuhe aufgehoben hatte. Wir haben ja unsere Talagrader Boxhandschuhe auch direkt daneben in Sichtweite gelegt, aber niemand hat sie aufgenommen. Ich glaube, in einem einzigen Kampf wurden die aufgenommen. Ansonsten war es wirklich mehr so ein Ring. Die wollen sich aber auf die Fresse hauen. Ringen, aufeinander springen, schubsen. Genau, da hat es halt schon genieselt geregnet. Der Boden war schon ordentlich matschig. Also die in den Ring gegangen sind, haben sich auch. Der Schnolz hatte mir geschildert, bei seinem Boxkampf hat zum Beispiel sein Opponent von der Verteidigung völlig die Stoppsignale ignoriert. Stoppsignale. Ja, wo er gesagt hat, so jetzt reicht's, es reicht jetzt wirklich, 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 jetzt reicht's. Okay. Bisschen niederringen musste irgendwie, damit er aufhört. Bis er aufhört. So, dann sag ich nochmal ein Highlight. Und zwar, das ist die Forstmann-Etzel-Hochzeit. Und zwar die Forstmann-Etzel-Hochzeit basiert auf der Orga. Und zwar, wir hatten ja jeder diesen ollen Charakterbogen ausgefüllt, wo man reinschreiben sollte, was ist so dein Secret Desire oder was ist deine Hintergrundgeschichte. Und Forstmann hatte da seine ganze traurige Ich will Fräulein Etzel-Geschichte reingeschrieben. Und Etzel hat in ihren Charakterbogen reingeschrieben, ich will alles machen, was Forstmann ärgert. Und dann hat die Orga mit Briefen Etzel quasi davon in Kenntnis gesetzt, dass es irgendeinen Stalker gibt, der hinter Fräulein Etzel her ist. Und die hat sich gesagt, Mensch, ich heirate hier einfach einen Idioten, dann lasse ich den für mich abstechen. Und das war dann Forstmann. Und gut, Forstmann hat auch den Hintergrund, dass er schon ein paar Mal viel Personenschützer gespielt hat und Karoburger machen ja loremäßig Personenschützer. Und dann Hochzeit, Ehevertrag. Forstmann wurde auch mitgeteilt von Etzel durch ein paar Faustschläge, wer die Hosen aneinander in Beziehung. Dann ist am Ende, am Abend noch der Stelzbock aufgetaucht und wollte jetzt an Frau Etzel ran. Also die Orga hatte einen NSC organisiert, der jetzt der Stelzbock war. Der hat dann versucht, seinen Text abzusetzen, aber dann hat Forstmann die Gelegenheit ergriffen und ihn erdolcht und danach sofort bei seiner Frau entschuldigt, ob sie das nicht vielleicht hätte lieber getan haben wollen. Das heißt, das waren original eine von diesen Dingern mit Orga liest die Charakterbögen und denkt sich was Kleines aus. Der humoristische Highlight oder das humoristische Highlight war aber mit Sicherheit auch für, denke ich mal, fast alle hier, der Imperiale Kulturabend wieder mal grandios moderiert von unserem Herrn Hühner Klein, der sich nicht nehmen lässt, sowohl genug Werbung für sich reinzutun, als auch einfach dann die Sachen sehr, sehr gut anzusagen und eine gute Stimmung dazu verbreiten. Ja. Was da sehr viel Spaß gemacht hat, war natürlich auch unter anderem die Stierländer. Die haben die Leute mit dem stärksten Schweizerdeutsch-Akzent einfach rausgekramt und die sollten irgendeinen Satz sagen.
und wir mussten erraten, was dieser Meldeläufer aus dem Stierland da zu seinem Besten gibt. Und es kamen die wildesten Dinge dabei raus. Also das fand ich auch schon, das hat zwar nachher nicht den Hoop-Preis gewonnen, aber es war einfach eine grandiose Sache, dieser Imperiale Kulturabend, der darf uns nicht verloren gehen. Genau, also zur Erklärung, Imperiale Kulturabend ist, in der Regel bereitet jede Gruppe oder jedes Regiment mindestens einen Beitrag vor. Und das kann alles sein. Das kann ein Gedicht sein, das kann ein Lied sein, das kann ein Schmählied sein. Altdorf hat ein kleines Theaterstück aufgeführt, wo auch noch bestimmte Lieder aus vergangenen Kulturabenden kurz angesungen wurden, wie du kannst nicht immer Sigma sein, nein, nein, das kannst du nicht. Wo die auch jedem eine kleine Rolle gegeben haben. Und das war der Zauber der Bühne teilweise. Also du hast die Story gesehen. Genau, wir hatten die Hochzeit, dann die Baden teilweise sind noch aufgetreten und haben einzelne Lieder gespielt. Es war diesmal nicht so schön, weil wir das letzte Mal waren, war oben und da ist eine Bühne und die Bühne ist ja so, weiß nicht, so einen halben Meter über allen. Dann war die Akustik wesentlich besser. Ja, wollten wir ja, hätten die Samurai Hühnerklein nicht zweimal hintereinander abgestochen bringen. Richtig, weil die Hühnerklein wollte, glaube ich, irgendwie die Taverne kaufen, damit wir das dann da oben machen können. Aber das war voll die Käsereaktion wieder gewesen. ITOT so halb funktioniert. Also Imperialer Kulturabend, grandios. Nein, das war ja auch, wann haben wir das gemacht? Freitagvormittag? Ja. Freitagvormittag, glaube ich. Ja, richtig. Genau, wir haben das Blutballspiel gemacht. Zehnder hatte die Grenzpfosten und hat Hauptschiri gemacht. Ich war so ein bisschen Reikland-Koordination und Assistenz-Schiri. Haben den Spielern die Regeln erklärt. Wir hatten, glaube ich, 7 und 8 auf den beiden Seiten oder 8 und 8. Das heißt, wir konnten noch gut durchwechseln. Eine Mannschaft war Talagrad, die andere Mannschaft war Altdorf-Karoburg gemischt. Rambock-Reikland. Und mit Manwit. Manwit, die Mannmaschine. Manwit. Manwit war glorreich. Genau, am Anfang halt die Regeln erklärt mit keine Panzerungsteile, kein dies und das. Dann haben die Leute teilweise erstmal ihre Metallkniekacheln ausgezogen, mit denen sie spielen wollten. Es ging. Also es war ein gutes Spiel. Einige haben sich halt hardcore das waren ja immer so Spielzüge und nicht durchgängig. Aber einige, die auch durchtrainiert waren, haben sich halt echt hardcore verausgabt und da ist Schweiß geflossen. Es gab einige wirklich schöne Spielzüge und es gab auch zwischendurch halt so Blood Bowl Slapstick. Der eine Talagrader hatte dann auf einmal ein Messer, Rotenbücher, der Altdorfer wurde dann irgendwie am Spielfeldrand von 4 Leuten von der Seite malträtiert. Den habe ich dann des Spiels verwesen, wegen übermäßigen Feiern des letzten Touchdowns. Wurde dann halt da halbtot vom Platz gezogen. Ich habe mit David Bier getrunken. Ja, war schön. Haben wir jetzt nochmal die Regeln ein bisschen gefestigt und wenn wir es auf dem EE machen wollen, kommt dann noch so ein bisschen mehr Show-Element. Also wir nennen es den Spektakelspielzug, dass sich jede Mannschaft quasi so einen super Spezialzug ausdenken kann, wo dann irgendwas passiert und der Gegner wird dann zum Beispiel abgelenkt oder es sind Spezialwaffen oder Zauberei oder irgendwas, dass man halt wirklich so einen Spielzug hat, der halt wirklich mehr so Labtheater ist, anstatt dass es immer nur Sport und echt ist. Denkt an Altdorf, schaut nicht weg. Gut, also dann, das waren jetzt so ein bisschen die Highlights, vorher so ein bisschen die Zusammenfassung, was wir haben. Jetzt gab es schon jeder von uns war so ein bisschen auf der Con oder nach dem Nachhauseweg, hatte halt überlegt mit, war's das jetzt? Weil irgendwie selber am Samstagmittag habe ich irgendwann gedacht mit irgendwie, das ist es mit der Con. Also die Motivation war dermaßen im Keller, dass ich gedacht habe, wir kriegen ja keinesfalls irgendwie nochmal 92 Imperiale auf die Burg. Der Drops ist gelutscht. Naja, was sollte jetzt passieren? Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt einfach nochmal ein ehrliches und offenes Feedback geben zu der ganzen Situation und so. Und halt auch eine Empfehlung einfach mal aussprechen, nämlich eventuell ein Themenlager gegenüber unserem Themenlager sinnvoller wäre, statt wieder so eine Gurkentruppe da zu versammeln. Oder noch stylerer Pitch, das Imperium kämpft gegen das Imperium. Genau, das wären halt auch so. Und das kriegen wir voll. Das wäre halt auch nicht so die Idee, wo wir am Ende drauf kamen mit, also wir hatten jetzt was, 92 Imperiale, 96 Imperiale. Talagrad geht in die Burg, das sind 37. Nächstes Jahr sind sie 40. Dann hätte man 50 Leute davor, die machen die Angreifer. Einen Grund gibt es mit, keine Ahnung, die haben irgendeine Reliquie, die sie nicht rausgeben wollen oder sie haben halt einfach gegenteilige Befehle. Und dann kann man das machen. Dann kann man die stufenweise Verteidigung der Burg hochziehen. Mit 47 Leuten können die wahrscheinlich direkt oben in der Burg, in der inneren Burg lagern, ohne dass halt Zelte ausgelagert sind. Das wäre das Einzige, was immer funktionieren könnte. Alternative, genau. Ich glaube, hattest du das vorhin gesagt, Schmelzer, mit anderen Themenlager? Nee, das war Strahlemann. Nee, oder hatte das Schillinger gesagt, dass man, keine Ahnung, Lager des Königs nimmt oder Herrlager des Chaos? Irgendwas. Aber irgendwas Homogenes vor allem, ne? Sich selber organisieren und trainieren als Lager.
und sich auch organisieren können. Genau, das war so ein bisschen der Gruppenkonsens. Also die Orga hat also auf jeden Fall super positiv, wie die auf das Feedback vom letzten Mal eingegangen sind, wie viel sie da geändert haben, wie viel Arbeit die sich gemacht haben. Auch schade, dass ihr das Tor oben nicht gesehen habt, aber es war wirklich ein super schönes Tor, was halt leider nicht bespielt wurde. Auch wie die eingegriffen haben und versucht haben, da das noch alles ein bisschen zu retten. Aber ja, der Konsens bei uns ist halt auch, da muss oben oder ein Lager rein, was zu unserer Spielphilosophie irgendwie passt oder mit dem wir besser zusammenspielen können oder halt wirklich imperialer Bruderkrieg in Anführungszeichen sagen. Genau, und wenn dann auch nochmal die Möglichkeit da wäre, irgendwie diese Burg zu betreten als Angreifer auf einen Nicht-OT-Weg oder auf einen nicht mit reinquatschen, sondern einfach, dass es mal Geheimweg gäbe oder Alternativrouten, das wäre auch nochmal richtig geil, weil es fehlt einfach, dass du keinen anderen Weg in die Burg hast, außer auf die Fresse zu hauen. Ja, dass man sich mal reinschleichen oder so oder halt mal auch umgekehrt, ne? Ja. Also jetzt nicht, um da irgendwo mit 20 Leuten reinzuschleichen und jetzt irgend so eine Superaktion anzustellen, sondern einfach so eine 2-Mann-, 3-Mann-, 5-Mann-Aktion. Ja. Gut, also halten wir fest, so wie es jetzt war mit Warhammer vs. Fantasy, keinesfalls nochmal. Jetzt haben wir auf anderen Cons genug und dafür ist die Con eigentlich zu cool und die Arbeit, die Orga reingesteckt hat, auch zu viel, als dass das halt so ein paar Leute wieder kaputt machen. Ach, Highlight, die Talliste. Flump. Ah ja. Die Talagrader haben ja so eine Balliste, die Talliste, und da wurde jetzt so ein riesen Holzschild dran gebaut, Munition. Und dann haben die Talagrader Munition gehabt, wo so 5, 6 Zettel drin waren, so Feindpropaganda. Mit hier, keiner muss die Burg verteidigen, kommt raus, ergebt euch. Und am Samstag hatte ich mich gewundert, dass da irgendwie andauernd Besuchergruppen bei den Karaburgern aufgeschlagen sind, die irgendwie Kekse und Saufen haben wollten. Bis ich später gesehen habe, es gab einen expliziten Zettel, dass man zu den Karaburger kommen sollen, weil da gibt es Getränke und Orden und Verköstigung. Oder halt auch andere Zettel mit hier, tritt zur Talkirche über. Also ja, Kupfer gegen Kupfer für Stein. Da haben wir auch versucht, die Verteidiger anzuleiten, uns unsere Munition zurückzubringen und die dafür zu bezahlen, dass wir dann weiter schießen können. Grandios. Also die Propagandazettel hochballern, dann sind die da verteilt, dann wurden die da auch gelesen und Leute sind teilweise mit den Zetteln runtergekommen, weil sie wirklich geglaubt haben, sie könnten sich ergeben oder ähnliches. Highlight. Gut, also nochmal, wie es jetzt war, nein. Wenn es ein Themenlager gibt oder wenn es Imperium gegen Imperium gibt, ja. Ja, irgendwie da Bewegung vor allem. Ja, also auch mit dem Imperium brauchen wir da nicht auf 3x3 Meter stehen und gegenseitig uns die Hellebarden auf den Kopf hauen. Das ja, aber da hast du mehr Kontrolle, weil dann die Anführer halt auch mal ganz kurz mal ein Stück zurückbefehlen können, ein bisschen Raum gibt, vorgehen kann und so ein ganzer Kram. Es geht einfach so ein bisschen so dieses Fingerspitzengefühl für Spiel. Das hat mir nämlich komplett gefehlt einfach auf dieser Con, also von den anderen. Ja. Ne? Wo du denkst so, wie kann man das Maximum rausholen, dass alle Spaß haben versus diese Gruppe darf nicht gewinnen. Ja, und die allerschönsten Nahkämpfe, die ich je im Lab hatte, waren immer gegen andere Imperiumsspieler. Sei es auf dem Manöver, sei es auf dem EE gewesen, wo der eine Verband hat die hier Ritterlager des Königs irgendwie unterstützt und wir haben die dann angegriffen. Da weißt du halt, da ist ein anderer Spieler, wenn du ihn einmal triffst und er merkt es nicht, okay, dann triffst du ein zweites Mal, dann weiß er, okay, ich bin getroffen, ich falle jetzt gleich um. Gut. Das war nachgetreten zu Blutgetränkte Erde 2024. Ich hatte Spaß. Ja. Hatte ich wirklich? Nein, ich glaub dir das. Also insgesamt dieses ganze Belagerungsding war halt irgendwann komplett die Luft raus. Aber es ist halt, Imperium muss irgendwo sein und dann passieren andere Sachen. Deshalb als, das was ich sagen wollte, irgendwie Samstag um 1:30, wo dann gesagt wurde, okay, wir stellen jetzt die Kampfhandlungen ein und gehen da nicht weiter hoch. Dann habe ich den Leuten gesagt, hier, beschäftigt euch. Dann sind die in alle Himmelsrichtungen weggelaufen. Die einen mussten Sachen verkaufen, die nächsten wollten Essen machen, die nächsten wollten mit den Talagradern Stress anfangen. Und abends kamen dann ja noch ein paar von der Burg runter, die dann illegalerweise Spaß haben wollten zurück. Ja. Wie der Chaoskrieger mit dem Chaosschild, der dann einfach im imperialen Lager stand, ohne irgendwelchen Überlebenstrieb. Was genau dachte er, was passiert? Ich habe keine Ahnung. Imperium hat das gemacht, was es am besten kann. Ich wollte ihn ja fragen, aber er wurde ja schon gleich gelyncht, Monat, als der Schwertfeger Bescheid gesagt hat, dass er ein Mann mit Chaosschild. Gut, also halten wir fest. Super. So, nächste Folge sprechen wir über die Imperiale Stadtcon, die 2025 kommt. Da will ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf machen, weil die Folge schon so lang geht. Aber wir haben ein festes Datum. Wir haben feste Motivation. Wo ist unser festes Datum? Unser festes Datum wird der 25.09. bis 28.09. Des Weiteren haben wir noch über 40.000 Anfragen XYZ
NSC zu spielen. Ja. Langsam wird es schwierig, weil wir brauchen auch wirklich Spieler. Location, alle nur Stadtbewohner sein. Location ist eine Burg mit Jugendheim. Und in Trier war das. Das heißt, Südwestdeutschland ist ein bisschen ab von meiner Urschätzung mit, ich hätte es gerne in Kassel, damit es in der Mitte der Republik ist. Aber es waren einfach keine Locations mehr in dem Zeitraum, selbst in 2025 in dem Bereich verfügbar. Und der Betreiber der Burg oder der Pächter der Burg ist Warhammer Skaven Larper. Und als wir dem gesagt haben, wir machen bei dir eine Warhammer Con, da war er Feuer in Flamme. Darüber reden wir. Aber nächstes Mal, weil jetzt ist es schon 23.30 Uhr und alle Kinder müssen ins Bett. Alle Kinder. So auch ihr. Also Kinder, gebt bei Nacht, wenn der Timo das nächste Mal eine Con veranstaltet. Gut, also Deus Sigma. Deus Sigma. Ist ich ab. Gute Nacht, Freunde. Gehabt euch wohl.